Hallo Leute, hier ist wieder Mr. Kurab mit einer neuen Gamers Week. Es ist so einiges passiert, ganz speziell bei Sony und Nintendo. Die haben beide jetzt die Geschäftszahlen des letzten finanziellen Jahres bekannt gegeben. Dazu mit der immer näher kommenden E3 werde ich am Ende des Videos auch einige Ankündigungen noch haben zum Thema, wie das bei mir dieses Jahr läuft. Also da jetzt nicht wegschalten. Wir legen los schnell mit ein paar Updates und gehen dann direkt über zu den großen Themen. Los geht's mit World of Warcraft und Blizzard. Die haben jetzt nochmal einen Kommentar gegeben zum Thema Nostalrius, warum die den Server abschalten mussten. Lange Geschichte kurz, sie hatten nicht wirklich eine große Wahl, das nicht zu tun, denn andernfalls hätte sie das sehr schnell in den Hintern beißen können. Das amerikanische Rechtssystem, unter dem bei Blizzard ja operiert werden würde, basiert auf Präzedenzfällen, sprich, wenn sie jetzt sagen, Nostalrius sind coole Leute, die lassen wir da, aber ihr anderen Piratenserver, ihr müsst alle weg, würden die alle sagen, ey, ihr habt Nostalrius leben gelassen, ihr müsst uns auch leben lassen und hätten eine sehr gute Chance, damit vor Gericht zu gewinnen. Mit anderen Worten, sie dürfen da leider keinen Unterschied machen. Solange beides dasselbe ist, nämlich ein illegaler Piratenserver, müssen sie das anfechten, um ihr Recht zu verteidigen. Allerdings, und das haben sie auch gesagt, gerade jetzt nach den Events der letzten Wochen, sind Legacy-Server wieder gerade heiß im Gespräch, heiß in der Diskussion und ja, die sind immer noch ziemlich schwer zu machen, aber die Idee existiert immer noch, man würde derzeit auch mit eben den Leuten hinter Nostalrius darüber reden, ob und wie man da vielleicht was machen könnte und denke definitiv darüber nach, was auf jeden Fall schon mal eine etwas bessere Nachricht ist. Dann wäre da Call of Duty, das nächste wird wohl Infinite Warfare heißen. Das ist nach einem Leak auf Reddit und dann auch im PlayStation Store jetzt rauszukommen. Die Anzeige wurde inzwischen natürlich wieder entfernt, aber es haben genug Leute mitbekommen. Dieses Jahr ist hier wieder Infinity War damit dran, ein Call of Duty zu entwickeln. Das würde passen. Das Ganze klingt so sehr in Richtung der Modern Warfare Spiele. Dann hätten wir dann auch Fallout 4. Dort kommt das offizielle Modding-Tool, das Creation Kit, jetzt endlich raus. Auf dem PC kann man das auch schon beta testen. Auf den Konsolen, die das hier jetzt auch bekommen sollen, wird das wohl im Mai auf der Xbox One und im Juni auf der PlayStation 4 verfügbar sein. Dabei hatte Bethesda ja damals gesagt, dieses ganze Zertifizieren der Mods für Konsolen soll recht schnell und unkompliziert gehen. Wie viel davon wahr ist, werden wir dann ja bald schon sehen. Und dann wäre noch Gearbox mit einem neuen Borderlands-Titel. Wie er am Ende heißt, was er am Ende ist, weiß noch keiner, aber daran arbeiten sie jetzt, haben sie bestätigt. Nachdem jetzt Battleborn mehr oder weniger fertig ist, wäre das nächste Spiel ein Borderlands-Spiel. Welches genau, müssen sie selber noch entscheiden, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Womit wir schon bei Sony sind, bevor es dazu in Geschäftszahlen geht, noch ganz kurz Uncharted 4, das ja jetzt bald am 10. Mai rauskommt. Da gab es ein bisschen Stress und Panik, denn da sind jetzt prompt ein paar Spiele zu früh rausgekommen. Einige Händler, Retailer haben das Spiel zu früh verkauft, selbst Amazon war kurz davor, das Spiel 2 Wochen zu früh zu verschicken und hat dann nur im letzten Moment noch geschafft, das Ganze aufzuhalten. Grund dafür ist vermutlich die Tatsache, dass eben das Spiel erst vor einem Monat um nochmal 2 Wochen nach hinten verschoben wurde und bei vielen Händlern wahrscheinlich noch das alte Datum im System stand und sie das nicht geändert haben. Es hilft da auch nicht wirklich, dass jetzt in Großbritannien schon wieder ein Truck entführt wurde, diesmal eben mit einem Haufen Uncharted-Spiele. Die haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit einen ganzen Haufen Amiibos und Nintendo-Spiele auf dieselbe Art und Weise entführt. Und jetzt haben sie dasselbe wohl auch mit Uncharted getan. Passt also einfach auch im Internet auf, dass ihr dann nicht plötzlich über irgendwelche Spoiler stolpert, die werden jetzt früher oder später auftauchen. Bessere Nachrichten gibt es wie gesagt an Sonys finanzieller Front. Die haben jetzt die Zahlen des letzten Geschäftsjahres rausgegeben und dabei unter anderem bekannt gegeben, sie haben endlich mal wieder einen Gewinn gemacht. Nachdem es ja die letzten Jahre teilweise echt üble Verluste gab, bis zu dem Punkt, dass sie ganze Abteilungen auswählen mussten, sich restrukturieren mussten, Gebäude verkaufen mussten, tausende Mitarbeiter entlassen mussten, haben sie jetzt einen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar gemacht. Es scheint also so langsam wieder aufwärts zu gehen, die scheinen jetzt wieder in Fahrt zu kommen. In dem Zusammenhang wurde auch bekannt gegeben, dass sie inzwischen 40 Millionen PlayStation 4s verkauft haben. Und mit einer möglichen PlayStation 4K, 4.5, Neo und PlayStation VR jetzt im nächsten kommenden Jahr wird das hoffentlich so weitergehen. Womit wir bei Nintendo sind. Erstmal Geschäftszahlen sind hier weniger wichtig. Ja, die haben auch wieder einen Gewinn gemacht, wieder ein bisschen mehr als letztes Jahr. Auch bei denen geht es aufwärts. Viel interessanter sind hier die anderen News, die die bekannt gegeben haben. Zuerst mal Nintendo NX. Kommt raus im März 2017. Das wurde jetzt offiziell bestätigt und so festgelegt. Allerdings enden da die guten Nachrichten zu NX, denn wir werden es nicht auf der E3 sehen. Das hat Nintendo ebenfalls ganz klar gesagt. Auf der E3 wird es keinen NX geben, weder zum Anspielen noch zum Schauen oder zum Zeigen.
Dort fokussieren wir uns voll und ganz auf das neue Zelda, das neben der Wii U, wie jeder schon erwartet hat, auch auf NX erscheinen wird und entsprechend auch nach 2017 verschoben wurde. Das wird auch im März 2017 rauskommen. Warum NX im März 2017 rauskommt, wissen wir auch. Das hat Kimishima selber nochmal erwähnt. Man wolle diesmal sicherstellen, dass zum Launch genug Spiele da sind und dafür bräuchte man eben nochmal länger Zeit. Man will einfach nur nicht den Fehler der Wii U wiederholen. Etwas früher kommen zwei neue Mobile-Apps für den Herbst diesen Jahres sind angekündigt worden, eine Animal Crossing und eine Fire Emblem App. Das Fire Emblem Spiel soll dabei zwar zugänglich sein als die anderen Fire Emblem Spiele, aber immer noch den strategischen Kern und die Tiefe beinhalten. Das Animal Crossing Spiel soll mit anderen Animal Crossing Spielen auf eben Konsolen interagieren können. Das kann jetzt New Leaf sein, das kann Happy Home Designer oder Amiibo Festival sein oder ein ganz neues Animal Crossing auf NX. Es klingt auf jeden Fall cool. So, meine komplexe Meinung mit allen Details dazu bringe ich erst in dem E3-Video. Hier mal ganz schnell meine Meinung, Reaktion zu den wichtigsten Punkten. NX erst in 2017, habe ich kein Problem mit. Die Gefahr bestand immer. Ich habe mich da auch so ein bisschen von der allgemeinen Euphorie mitreißen lassen, als ich darauf gewettet habe, dass es bereits Ende des Jahres kommt. Bloß ich habe halt nicht mit einem Datum wie März 2017 gerechnet, Anfang des Jahres nach der Weihnachtssaison, klang einfach erstmal unwahrscheinlich. Dass Zelda dahin verschoben wurde, ist an dem Punkt dann keine große Überraschung. Ich hatte offen gesagt gar nicht mehr im Kopf, dass es noch dieses Jahr rauskommen soll. Da bin ich inzwischen auch irgendwie daran gewöhnt, dass sowas dann noch kommt. Ich kann allerdings verstehen, dass einige Leute ziemlich angepisst deswegen sind. Was mich viel mehr überrascht und viel mehr schockiert, ist diese Tatsache, dass auf der E3 im Grunde nur Zelda gezeigt werden soll. Und, das haben sie sogar bestätigt, Zelda wird das einzig anspielbare Spiel auf der E3 sein. Andersrum gesagt bedeutet das nicht keinen X und vor allem Zelda, sondern wir haben nix. Das bedeutet, die haben auf dieser E3 einfach nichts und zeigen auch nichts. Das, was sie zeigen könnten, NX zeigen sie nicht und sonst werden sie nichts haben und ich verstehe nicht warum. Ich verstehe auch nicht, warum sie NX nicht zeigen. Sie sagen zwar, ja, wir werden es irgendwo anders später im Jahr zeigen, irgendwie anders, aber warum nutzt ihr die E3 nicht? Das ist mit die größte Videospielmesse der Welt. Sowas müsst ihr ausnutzen. Ihr habt in weniger als einem Jahr eine neue Konsole raus und ihr baut immer noch nicht den Hype auf. Im Gegenteil, mit solchen Aktionen, solchen Bekanntmachungen wie jetzt, schneidet ihr den Hype ab. Ja, das wird auf lange Sicht alles halb so wild sein. Wir werden Zelda auf D3 sehen, das wird geil sein. Wir werden NX später eine eigene Präsentation oder irgendwas sehen und es wird geil sein. Wir werden NX bekommen, bereits Anfang nächsten Jahres, in weniger als einem Jahr. Und es wird geil sein. Aber jetzt, in diesem Moment, sind wir alle nur unheimlich deprimiert, enttäuscht und verstehen euch auch einfach nicht mehr, warum ihr schon wieder dieses ganze Geheimnisgekrämer macht und schon wieder nichts sagt und alles für euch behaltet. Etwas, das wir in den letzten Jahren gehofft hatten, uns gewünscht hatten, ihr endlich so ein bisschen verlieren würdet, weil das der Punkt ist, den wir inzwischen echt nicht mehr an euch leiden können. Also ja, ihr seht schon, da habe ich noch einiges zu sagen, werde ich alles in dem E3-Special machen. Ich bin da sehr, sehr unsicher, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist. Die eine Chance, die ich da noch sehe, ist irgendwie einen Monat nach der E3 die eigene Präsentation und Konferenz zu machen, das Ding zu zeigen und dann direkt im August auf die Gamescom zu bringen. Weil wenn ihr schon die E3 auslasst, dann müsst ihr NX auf die Gamescom bringen und Leute das ausprobieren lassen. Ihr habt damals den Fehler mit der Wii U gemacht, die nicht an die Leute zu bringen, dass sie es nicht ausprobieren konnten. Wiederholt den nicht mit NX. Gebt uns das in die Hand, lasst uns ausprobieren, was das ist, diese Gamescom. Wirklich wichtig, Nintendo. Ich meine, ja, ihr seid die eine Firma, der ich zutraue, dass sie auch, wenn jetzt alles gerade erstmal scheiße auf den ersten Blick erscheint, das noch alles umdreht und mir meine eigenen Worte in den Rachen stopft, aber, ja, das Ganze kann man auch einfach von vornherein besser und schöner für uns alle machen, also, ja. Jetzt noch, ganz wichtig, zur E3 fange ich auch mit einer schlechten Nachricht an. Ich beende die Gamers Week. Nicht jetzt, keine Panik, die wird erstmal noch ein bisschen länger laufen, aber mit der E3, da werde ich noch meine ganzen E3-Specials bringen, davor und danach mache ich erstmal Schluss mit der normalen Gamers Week. Bis dahin läuft noch alles normal, dann ist Ende. Hauptgrund, es passt zeitlich einfach nicht mehr. Ihr habt selber gesehen in den letzten Wochen, ich verspäte mich dauerhaft, die Videos sind nicht mehr auf der Qualität, auf die ich sie gerne hätte, was halt eben auch der Punkt ist. Ich mache diese Videos und ich sehe, sie könnten viel besser sein und ich weiß auch, wie ich sie besser machen könnte, wenn ich Zeit und Ressourcen hätte. Und das Ganze läuft einfach nicht. Und damit bin auch ich einfach nicht mehr zufrieden, dass ich euch irgend sowas Halbgares biete, bevor das dann am Ende irgendwie vollkommen zusammenfällt, weil ich jetzt immer mehr Zeit in mein Studium investieren muss. Da sage ich lieber, okay, war eine schöne Zeit, machen wir Schluss, solange es noch gut ist. Entsprechend ja, zur E3 hin. Ich mache Erwartungsvideos zu Sony, Microsoft, Nintendo und, wenn es passt, auch ein allgemeines E3-Erwartungsvideo mit den Sachen, auf die ich mich am meisten freue und am meisten hoffe.
Danach die Specials. Es wird wie üblich Reviews zu Sony, Microsoft, Nintendo und mindestens ein Video für die Third Parties geben. Da mache ich dann, wenn es alles passt, auch mehr. Da das meine letzten Videos sein werden, werde ich da so viele raushauen wie geht. Aber auch das hängt natürlich sehr davon ab, wie es dann bei mir zu dem Zeitpunkt aussieht mit Studium und Arbeit und all dem. Erwartet die ersten E3-Videos Anfang, Mitte Mai. Damit ist dann für heute aber auch erstmal alles gesagt. So, willkommen hier auf meiner Endcard. Hier sieht es nach wie vor genauso aus, wie es immer aussieht. Heißt, wir haben links die letzte Gamers Week, rechts den letzten Gamers Talk. Oben kommt ihr zu meinem Kanal und könnt den abonnieren. Das hilft da nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr mir einen kleinen Daumen nach oben hinterlasst oder auch irgendwas unten in die Kommentare schreibt. Egal ob Ideen, Kritikpunkte, Vorschläge, eure eigene Meinung zu dem ganzen Zeug, das Nintendo da abzieht, zu all den anderen News. Haut mir dort rein, ich schaue mir das in Ruhe an. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche mit einer neuen Gamers Week. Bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.